Frau Minister, bitte sehr. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch in diesem Jahr hat die Justiz wieder den kleinsten Einzelplan und die höchste Deckungsquote durch eigene Einnahmen. Und das lohnt sich, zu Beginn dieser Debatte erwähnt zu werden. Und ich möchte nur einen einzigen Posten hier nennen. Wir werden auch die Gelder für die Opfer extremistischer Gewalt aufstocken um 300.000 auf 1 Million. Jedenfalls ein Zeichen dafür, dass wir sehr wohl gerade auch hier sehen, wo Schwerpunkte mit im Haushalt, auch in kleinen Bereichen, gesetzt werden müssen. Aber der Haushaltsansatz steht natürlich in keinem Verhältnis zu der Bedeutung der Rechtspolitik insgesamt. Sie betrifft alle Lebensbereiche, und ich darf hier an drei Bereichen kurz deutlich machen, wo wir die größten Herausforderungen sehen und auch notwendige Handlungen. Zunächst, auch für die Rechtspolitik spielt die Finanz- und Wirtschaftskrise eine entscheidende Rolle. Die schwerste Rezession seit Kriegsende geht eben auch nicht an den Rechtspolitikern in dieser Legislaturperiode vorbei. Und deshalb werden wir gerade im Insolvenzrecht, was das Insolvenzplanverfahren angeht, Änderungen vornehmen und gemeinsam mit den anderen Ressorts alles tun, damit es nicht wieder zur Verstaatlichung einer Bank kommt, damit sich das nicht wiederholt und wir deshalb ein besonderes Reorganisationsverfahren schaffen werden. Und wir werden die Restschuldbefreiung ändern, indem die Wohlverhaltenszeit auf 3 Jahre halbiert wird. Und das soll ein Signal sein. Es sollen gerade auch nicht zuletzt Gründer nach einem Fehlstart eine zweite Chance bekommen. Eine weitere Ursache, und heute Morgen hat es der Finanzminister angesprochen, für diese Finanzmarktkrise war auch eine gewisse wirtschaftliche Spielermentalität. Gier und Leichtsinn wurden bei manchen Managern nicht nur durch satte Boni geweckt, sondern gefördert durch zu wenig Haftung und persönliche Verantwortung. Und als Liberale bin ich natürlich überzeugt, Leistung muss sich lohnen. Aber zu meinem Verständnis von Liberalität gehört auch, dass man für persönliche Fehler gerade stehen muss. Und deshalb werden wir, damit es eben wieder zu einem Zusammenführen von Verantwortung und Haftung kommt, bei den Verjährungsregelungen, die jetzt sehr kurz sind und die nicht an die persönliche Kenntnis anknüpfen, ansetzen und damit dafür Sorge tragen, dass nicht mit einmal gesagt werden kann, jetzt ist die Verantwortlichkeit und damit die Konsequenz für die Haftung begründet und dann ist die Verjährungsfrist eingetreten. Und deshalb ist das für uns ein wichtiger Punkt, auch in der Rechtspolitik Konsequenzen aus der Finanzkrise zu ziehen. Zweiter wichtiger Bereich, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist natürlich der gesamte Bereich der Digitalisierung unserer Kommunikation. Die Freiheit des Internets zu schützen, überhaupt das freiheitlichste Informationsnetz, was wir uns vorstellen können, ist gerade für uns die wichtigste Herangehensweise. Schützen vor staatlicher Überregulierung, aber natürlich auch vor privaten Missbräuchen durch Kriminelle oder wirtschaftlich Mächtige. Und deshalb gehört für uns, weil das Internet kein rechtsfreier Raum ist, einmal dazu, dass wir auch die Durchsetzung von Rechten verbessern im Urheberrecht. Wir haben in der letzten Legislaturperiode gerungen um den zweiten Korb. Und wir sind der Meinung, und das haben wir auch festgeschrieben in der Koalitionsvereinbarung, dass wir ein Leistungsschutzrechte gerade auch für Presse- und Zeitungsverlegerbereich hier angehen sollten. Und das werden wir tun. Denn wenn, wir werden es schaffen, denn wenn Menschen über das Internet gerade auch Dienstleistungen in Anspruch nehmen, benutzen, Informationen benutzen, dann müssen wir auch die Rahmenbedingungen so setzen, dass diejenigen, die überhaupt dafür auch Risiko eingehen, auch wirtschaftlich sich engagieren, dass die auch entsprechend dann noch immer ihre Rechte, Leistungsschutzrechte und Urheberrechte durchsetzen können. Aber wir müssen im Internet auch natürlich die Stellung des Verbrauchers sehen. Und deshalb passt das gut im Anschluss an die Debatte eben zu dem anderen Haushalt. Ich will nur als ein Beispielfall die Abo-Fallen im Netz nennen. Wir wollen,
dass alle Anbieter verpflichtet werden, ein Bestätigungsfeld, also einen Button, vorzusehen, damit Verbraucher vor Abschluss eines Vertrages sicher erkennen, dass sie hier für eine Leistung auch etwas bezahlen müssen. Und dass der Datenschutz im Internet eine entscheidende Rolle spielt, zeigt ein Blick in die Koalitionsvereinbarung. Da ist gerade mein Kollege Innenminister Herr de Maizière natürlich federführend zuständig, aber die FDP hat eingebracht, dass es eben auch einen anderen Weg als immer das Verändern an den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen geben soll. Und deshalb lassen Sie mich hier nur die Stiftung Datenschutz nennen, die eben damit auch die Verantwortung des Verbrauchers und des Nutzers stärken soll, wenn es darum geht, sich über datenschutzrechtliche Leistungen und Angebote besser zu informieren. Aber natürlich ist der dritte große Bereich, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Gesellschaftspolitik, die gesellschaftliche Entwicklung, wo wir ein Höchstmaß an Selbstbestimmung und natürlich die Vielfalt der Lebensentwürfe achten wollen und ihnen auch entsprechend den Rang in unserer Gesellschaft geben wollen, der ihnen gebührt, nämlich keine Vorschriften für die Menschen, wie sie zusammenleben wollen. Aber Kinder sind natürlich ganz besonders auf den Zusammenhalt und die Solidarität unserer Gesellschaft angewiesen. Und deshalb haben wir aufgegriffen, auch schon durch einen ersten Kabinettsbeschluss, Änderungen im Vormundschaftsrecht als Auswirkungen noch des Kevin-Untersuchungsausschusses, nämlich dafür Sorge zu tragen, dass dann, wenn das Jugendamt die Vormundschaft übernimmt, wir entsprechend auch die nötigen personellen Ausstattungen brauchen. Und damit das auch gelingt, schreiben wir vor, dass eben die Fallzahlen des einzelnen Vormundes gesetzlich begrenzt werden und dass vor allen Dingen, und das ist die Konsequenz gerade auch aus dem Kevin-Untersuchungsausschuss, dass gerade auch der persönliche Kontakt zwischen Vormund und seinem Schützling absolut im Vordergrund steht. Und da bedarf es nicht nur mal zufälliger Kontakte oder Kontakte in zu großen Zeitabständen. Und das haben wir als einen ersten Punkt im Kabinettsbeschluss deutlich gemacht. Und ich freue mich, wenn wir darüber hier beraten können. Natürlich müssen und wollen wir die Rechte lediger Väter stärken. Das sind keine Bittsteller. Wir debattieren derzeit in der Koalition konstruktiv gemeinsam, wie wir die Verfahrensregelung am besten ausstatten können. Und erlauben Sie mir ganz kurz, auf den Weg gebracht ist die Stärkung des Mandantengeheimnisses, was die Kommunikation des Mandanten mit den Anwälten angeht. Keine Zweiteilung mehr, wie wir sie haben. Die Koalitionsvereinbarung sieht viele andere Punkte hier vor, die ich nicht alle aufzählen muss. Aber ich sage ganz deutlich, eines unserer größten komplexe und schwierigsten Themen wird natürlich die Neuausrichtung der Sicherungsverwahrung sein. Und zwar nicht gesetzliche Regelungen aufgrund der Entscheidungen des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, aber dass wir in Einklang bringen, natürlich das berechtigte Anliegen der Allgemeinheit, hier auch einen gewissen Schutz zu bekommen, aber natürlich auf der anderen Seite auch sehen, Sicherungsverwahrung ist eine Ausnahme und nicht die Regel und nicht eine normale Verlängerung des Strafvollzugs. Und deshalb zeigt ein Blick auf Einzelfälle, wie wichtig ein Gesamtkonzept ist, nachdem in der Vergangenheit auf viele Einzelfälle reagiert wurde, teilweise auch reagiert werden musste. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, meine Damen und Herren, natürlich auch mit den Haushaltsberichterstattern, die hoffentlich in meinem Haushalt kaum etwas zu beanstanden finden. Recht herzlichen Dank.